Es war kein Zufall, dass Gold gestern gestiegen ist, als die EZB klargemacht hat, da kommen noch mehr Zinssenkungen, die Wirtschaft schwach, wir müssen wahrscheinlich die Zinsen noch weiter senken. Und es ist schon gar kein Zufall, dass Gold heute Nacht das erste Mal über die Marke von 2700 Dollar steigt, nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen sich letztendlich dazu hat hinreißen lassen, viel zu spät die neuen Schuldenzahlen für die USA zu nennen. Eigentlich hätte diese Zahl bereits am 10. Oktober veröffentlicht werden müssen. Das passiert normalerweise, oder was heißt normalerweise, es passiert immer am 8. Werktag eines Monats. Das ist diesmal aus unerklärlichen und auch nicht erklärten Gründen nicht erfolgt. Dann heute Nacht diese Verlautbarung. Hups, wir haben jetzt mal innerhalb von 3 Wochen eine 500 Millionen an neuen Schulden gemacht und bums, Gold geht nach oben. Und jetzt ist eben, könnte man sagen, oder gibt es zwei Gegenspieler gegenüber dieser Schuldenorgie. Das ist einerseits eben der Kapitalmarkt, respektive der Anleihemarkt, der sagt, nö, wir finanzieren das nicht mehr ohne große Anstiege der Risikoprämien. Und das ist eben auf der anderen Seite Gold. Und diese Gemengelage wollen wir uns mal anschauen. Das ist wirklich ziemlich herb, was hier passiert, vor allem so kurz vor der Wahl. Und das dürfte dann auch eben diese Wahl mit beeinflussen. Hier sehen wir das Ganze mal. 500 Milliarden Dollar in 3 Wochen in etwa. Das ist ein ziemlich dicker Anstieg, nachdem wir schon im Mai, Juni, Juli und August zwischen 244 und sogar 660 Milliarden Dollar an Defizit produziert haben. Aber das ist jetzt eine neue Eskalation, könnte man sagen. Das sind Dinge, die vor allem kurz vor einer solchen Wahl schon sehr auffallend sind. Und wir sehen eben dann, dass Gold heute Nacht direkt auf diese Zahl dann reagiert hat mit diesem Anstieg über die Marke von 2700 Dollar und das Ganze in einer Zeit, wo der Dollar ja eigentlich stark ist. Wir haben viele Handelstage hintereinander Dollar, Anstiege des Dollars gesehen. Wir sehen hier Gold und Dollarindex invertiert. Normalerweise korreliert das negativ. Das heißt, ist der Dollar stark, ist Gold schwach. Ist Gold schwach, ist meistens der Dollar stark. Jetzt sehen wir hier bei dieser Correlation, dass die ganze Geschichte jetzt sogar positiv korreliert ist, was extrem selten ist, kommt mal vor, aber ist doch sehr, sehr selten. Das heißt, wir sehen sowohl Gold als auch der Dollar, der steigt. Und ja, das alles hat Gründe, denn offenkundig versucht die Biden-Regierung jetzt in ihren letzten Zügen, Biden wird ja so oder so nicht mehr Präsident sein, dann ab Januar, das ist schon klar. Also versucht die beiden Regierungen in den letzten Zügen nochmal schön hier ein paar Geschenke zu verteilen. Jetzt hat Biden für 1 Million Public Servants, also Staatsbedienstete, die Student Loan Schulden erlassen, also das, was die während ihrer Ausbildung haben an Schulden aufnehmen müssen, um eben das Studium zu finanzieren etc. Hier in diesem letzten Streich, den er jetzt gemacht hat, sind das mal 4,5 Milliarden Dollar für etwa 60.000 Staatsangestellte. In der Summe, wie gesagt, sind das fast 1 Million Staatsangestellte, die hier in diese Segnung kamen. Und das bedeutet, dass man da eben letztendlich die Schulden von Einzelnen, die der Allgemeinheit aufbürdet, letztendlich eine Umverteilungspolitik. Du brauchst die Schulden nicht mehr zurückzahlen, das macht schon letztendlich dann die Allgemeinheit und die Allgemeinheit muss das eben irgendwie refinanzieren. Das ist meistens dann über Steuern. Aber die Allgemeinheit, die lässt es auch krachen in den USA. Wir sehen Total Credit Card Debt. Neues Allzeithoch mit 1,14 Billionen Dollar. Und man darf nicht vergessen, die Zinsen auf diese Kreditkartenschulden liegen bei 23, irgendwas %. Also dieser Zinseszinseffekt ist mörderisch. Jetzt sehen wir 2 von 5 Cardholders have maxed out a credit card or come close, report finds. Also das sind 40% der Amerikaner haben mindestens bei einer Kreditkarte praktisch keinen Spielraum mehr. Das ganze Spiel geht also ungebremst weiter und so sagte die Bank of America, ja, jetzt ist Gold letztendlich der letzte sichere Hafen, denn US-Staatsanleihen sind es aufgrund dieser Schuldenorgie nicht mehr. Logisch, das knackst so ein bisschen am Vertrauen, wenn jemand immer mehr Schulden macht und mehr ausgibt, als er einnimmt. Das wäre bei einer Firma
würde man sich da sagen, ob wir der nochmal Geld geben, wenn die einfach komplett über ihre Verhältnisse lebt. Und wir sehen, dass die Anleihenmärkte hier Probleme bekommen. Wir sehen nämlich den Anstieg der Renditen, aktuell jetzt 4,120%. Liegt auch daran, aber nicht nur, dass wir ja vermeintlich bessere Daten gesehen haben, wie gestern die US-Einzelhandelsumsätze. Deswegen sehen wir, dass der City Economic Surprise Index hier wieder nach oben geht. Aber schauen wir uns diese Daten mal an. Seasonal adjusted, also saisonal adjustiert. Wahrscheinlich Finger in Mund, mal gucken, von woher der Wind kommt. Und dann machen wir dieses Adjustment. Größte saisonale Anpassung, die man hier gemacht hat, seit es die Daten gibt. In einem September ohne diese saisonale Anpassung hätten wir ein Minus von 7,5% bei diesen Daten. 7,5%, das ist schon heftig. So oder so, selbst mit der seasonal adjusted Zahl, die fragwürdig ist, sehen wir, dass die Einzelhandelsumsätze inflationsbereinigt dennoch im Minus sind im Vergleich zum Vorjahr. Also wenn man die Inflation abzieht, dann konsumieren die Amerikaner sogar weniger, weil sie eben wahrscheinlich Land sozusagen Oberkante, Unterlippe ein Problem schon haben. Zurück zu der Renditen, Kapitalmarktzinsen, und das ist ja vielleicht der entscheidende Prozess, der derzeit passiert. Die Fed will die Zinsen senken, der Kapitalmarkt hebt sie an, indem eben die Kapitalmarktzinsen steigen, der Renditen steigen. Hier sehen wir diesen Ausbruch der Renditen aus diesem Abwärtstrend, den wir seit einiger Zeit hatten. Wir waren ja irgendwann bei 4,5% bei der 10-Jährigen und dann kommt dieser Rückgang auf 3,6%. Jetzt sehen wir, dass dieser Anstieg wieder da ist und eben ein ziemlich typisches Chartmuster letztendlich zeigt, nämlich Ausbruch aus einem Abwärtstrend. Dann nochmal von oben kommt der Test dieses Abwärtstrends, genau was hier passiert ist bei der 10- und der 30-Jährigen Rendite. Und wenn wir uns mal den Vergleich anschauen zwischen dem Goldpreis jetzt, also 2024, linke Seite, und 2007. Und es gibt ja so viele Chartparallelen und historische Parallelen mit, wann erreicht der Markt dann Allzeithoch, Fed-Sitzung jeweils am 18. September mit 0,5er Senkung zu dem Jahr 2007. Ich hatte das mehrfach schon ausgeführt. Dann sehen wir, dass hier auch die Chartverläufe ziemlich ähnlich sind bei Gold. Würde bedeuten, dass wir wohl noch nicht ganz fertig sind mit dem Anstieg hier, bevor dann aber irgendwie eine heftigere Korrektur einsetzte. Gold war ein Warnsignal schon im Jahr 2007 und das natürlich vielleicht auch kommend durch Unsicherheit in Sachen Wahl. Das größte Risiko für die Märkte könnte sein, dass mit der Wahl und nach der Wahl gar nicht klar ist, wer jetzt gewonnen hat, dass sozusagen Rechtsstreitigkeiten passieren, dass man lange nicht weiß, ja, wer ist denn jetzt wirklich der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin, so oder so. Wir sehen in Deutschland ja eine etwas seltsame Rezeption dieses Fox-Interviews, so schreibt etwa die Berliner Morgenpost. Kamala Harris zerlegt Trump gnadenlos auf seinem Haussender Fox. In den USA hat man das auf offenkundig ein bisschen anders empfunden, weil die gute Harris nicht erklären konnte, warum so viele Amerikaner meinen, das Land sei in einer falschen Richtung unterwegs. Und Kamala Harris ja mit in der Regierung, mit als Entscheidungsträgerin hier an Bord war, und dann auf die Frage, ja, was hat das mit dir zu tun, warum sind die so unzufrieden, die Amerikaner, ja, Donald Trump has been running for office, also das war natürlich wirklich sehr, sehr schlecht. The Hill hier, Momentum shifts against Vice President Harris, also überall das Gegenteil dessen. Die deutschen Medien sind in einer solchen Wahrnehmungsblase, weil sie unbedingt wollen, dass Kamala Harris gewinnt, dass sie nicht die Realitäten bereit sind zu erkennen. Genommen. Ich persönlich bin da komplett neutral. Ich finde Trump nicht besonders toll, aber Harris eben auch nicht. Dementsprechend schaue ich mir das amüsiert an. Aber wir sehen an den Märkten Republican Party Victory Basket booms nach oben. Der Democratic Basket geht denn nach unten, und auch die Herrschaften bei den Demokraten, nämlich Biden und Obama, werden nervös. Es gab ja dieses Video, was ohne Ton jedoch erfolgte, zwischen diesen beiden Großkopferten bei den Demokraten. Und jetzt haben Lippenleser, wie die New York Times das hier berichtet, rausgefunden, was sie gesagt haben. She's not as strong as me, sagte Biden zu Obama. Und Obama dann, ich weiß, dass es war. Wir haben aber noch Zeit.
Dann sozusagen mit antwortet Obama, also den Herrschaften, den beiden ist bewusst, dass Kamala Harris jetzt vielleicht nicht so die Idealbesetzung ist. Man hat das ja kurzfristig mal so ein bisschen hochgejazzt, kurz vor dem Rücktritt von Biden oder vor der Verzichtserklärung von Biden nochmal anzutreten, war ja Harris im Grunde das Nudelaug, wo jeder gesagt hat, naja, die kann sowieso nicht. Dann plötzlich diese Euphorie geschürt worden, auch durch Medien und durch die Demokraten mit diesem Parteien. Tag etc. Aber schauen wir uns mal hier die Dinge an. Trump Vance dürfte nach Stand jetzt, kann sich natürlich alles ändern, aber in den allermeisten Bundesstaaten hier gewinnen JP Morgan jetzt auch, Finanzmärkte preisen einen Sieg von Trump ein. Wahrscheinlich die deutschen Medien dann total überrascht, wenn es so kommen sollte. Was? Wir haben doch gedacht, die Harris gewinnt. Wie konnte das passieren? Auch Polymarket mit dem größten jemals verzeichneten Abstand zu Harris und Trump gestern bei diesem Al Smith Dinner, das eine Tradition ist vor den US-Wahlen. Harris ist da nicht gekommen. Der letzte, der Präsidentschaftskandidat, der nicht erschienen ist, war damals Walter Mondale, der die Wahl gegen Reagan haushoch verloren hat. Soll kein Oben sein, aber sie war auf jeden Fall nicht da. Und dann eine Rede von Trump und neben ihm sitzt Chuck Schumer, der Demokrat. Und er sagt, sagt Trump, also wenn Kamala verliert, Chuck, deine Party ist so woke, dass du gute Chancen hast, die nächste weibliche Präsidentin der USA zu werden. Finde ich gar nicht so schlecht, diesen Witz. Naja, der Chuck war jetzt nicht so amüsiert, aber es spricht vieles eben dafür, dass es so ist, weil die Leute sozusagen mit der Brieftasche abstimmen, weil Wirtschaft das zentrale Thema ist und das gilt besonders eben in den Swing States. Hier eine Umfrage, was ist das absolut wichtigste Thema in diesen Swing States, und dann sagen 39% Economy, nur 13% Migration, Abortion und so weiter und nur 10% Democracy. Das ist ja im Grunde das einzige Programm, was Harris aufzuweisen hat, Schutz der Demokratie, Trump verhindern. Inhaltlich ist da nicht so wahnsinnig viel, außer ein paar Geldgeschenken. However, das ist also sozusagen das Top-Issue. Und wenn wir uns die Umfragewerte etwa der Uni Michigan anschauen, dann sagen eben immer mehr Leute, ich bin schlechter dran, mir geht's schlechter. Und das ist sozusagen das Argument zu sagen, ich wähle Trump, weil der verspricht mir, dass die Preise runterkommen. Ob Trump das einhalten kann, ist sehr, sehr zweifelhaft. Wahrscheinlich nicht, aber es ist eben dieses Versprechen. Und dieses Versprechen aus meiner Sicht, das zieht, da kann Harris nicht gegenstinken mit ihren Aussagen, warum die Dinge so teuer geworden sind. Trump wird das nicht ändern, sehr wahrscheinlich, aber dieses Versprechen zieht. Jetzt kommt der Auftritt von Janet Yellen, die also jetzt endlich diese Schulden auch mal bekannt gegeben hat und sagt, ja, also wenn Trump hier mit den Zöllen, dann würde das die Inflation nach oben bringen und die USA von der Welt isolieren. Da hat sie natürlich einen Punkt, die Inflation würde sehr wahrscheinlich steigen, aber das Problem ist halt, dass Yellen jetzt versucht, eben dieses Killer-Argument von Donald Trump, ich mache euch die Preise runter, bei mir wird es wieder günstiger, denn die Amerikaner, die sind wirklich Oberkante, Unterlippe, vor allem eben die untere Hälfte der Einkommen, die können nicht mehr viel, und wenn jetzt jemand dir sagt, ich bringe dir die Preise runter, dann findet man das erstmal sehr attraktiv. Jetzt versucht also Janet Yellen mit dieser Rede zu sagen, nein, 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 irrt euch, wenn Trump drankommt, dann steigen die Preise sogar noch weiter. Ob das verfängt, ich zweifle dran, aber es ist der letzte Versuch. Schauen wir mal auf die Märkte, was die so machen. Heute kleiner Verfall. This time is different, sagte Goldman Sachs. Also der WIX hat uns nichts zu sagen. Mal gucken. Wir werden jedenfalls mit diesem kleinen Verfall eine gewisse Nervosität sehen an den Märkten. Meldung, dass Apple iPhone Sales in China 20% gestiegen sind im Vergleich zum Vormodell. Klingt natürlich erstmal ganz toll. Jetzt muss man aber wissen, dass das Vormodell eben richtig mies gelaufen ist. Also 2023 war das ziemlich schlecht. Wir sehen, dass Apple weiter in China große Schwierigkeiten hat, aber möglicherweise reicht eben so eine Headline wieder, den Apple-Kurs nach oben zu treiben. Wir werden sehen. Wir haben Zahlen aus China. Alle besser als erwartet. GDP 4,6% statt erwartet 4,5%, aber Ziel ist ja eigentlich 5,0%. Einzelhandelsumsatz besser, Industrial Output besser, alles besser. Also das ist, wie jemand sagt hier,
Beijing Pulse BLS, also ein Bureau of Labor Statistics, also dreht auch so ein bisschen an den Zahlen, weiß man nicht, aber jedenfalls sehen wir, dass das Wachstum eben sich dennoch nicht wirklich beschleunigt in China, und wir haben eben auch die neuen Hauspreiszahlen bekommen, neue Hauspreise in den 70 Städten minus 0,71%, im Vormonat ging es noch minus 0,73% nach unten, und für gebrauchte Häuser minus 0,93% nach minus 0,95% im Vormonat. Also es geht ungebremst weiter nach unten, und solange das der Fall ist, werden die chinesischen Konsumenten nicht viel mehr konsumieren, solange bleiben die Dinge im Argen. Und die EZB, die will ja auch lockern. Jetzt kommen zunehmend Spekulationen sogar auf eine 0,5er-Senkung im Dezember ins Spiel, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die Tür ist eben aufgemacht durch die EZB. Und wenn wir kurz nochmal nach Deutschland kommen, Sie haben ja die Headlines gesehen, dass immer mehr Fluglinien etwa sagen, Flughafen Hamburg, wir streichen bestimmte Routen, und all das ist ja nicht Zufall, sondern das ist regierungsseitig ja auch gewollt, etwa von der guten Frau Lemke, die eine Kerosinquote einführt. Da soll also sollen bestimmte Kraftstoffe, Power-to-Liquid-Kraftstoffe sollen beigemixt werden, die gibt es allerdings noch gar nicht, aber so oder so für die Flughäfen wird es immer komplizierter, die Anforderungen durch Regularien des Staates zu erfüllen, weswegen für die Flughäfen die Kosten steigen. Deswegen sagen die Flughäfen den Fluglinien, wir brauchen höhere Gebühren. Dann sagen die Fluglinien, nee, machen wir nicht mit, wir streichen hier ganze Routen. Und so sehen wir, dass eben es kein Zufall ist, sondern politisch eben gewollt ist, dass hier fossile Mobilität teurer wird, etwa viele Flüge, wenn sie von Deutschland aus passieren, dreimal so teuer, als würden sie von London aus passieren. Das sagt so ziemlich alles. Also letztendlich zahlt die Allgemeinheit hier für ein Wunschprojekt weniger fossile Mobilität, zahlen viele Leute den Preis dafür. Das finde ich nicht okay und bringt ja auch dem Klima letztendlich nichts, denn was hier gestrichen wird, wird woanders wieder aufgebaut. Und das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Zwei Empfehlungen, sinkende Zinsen im Dezember sehr wahrscheinlich. Erste Empfehlung, wieder gerne weiterempfehlen über Social Media, wie auch vor allem diesen Artikel. Gold übersteigt erstmal 2700 Dollar und setzt Rekordlauf fort. Da auch dieser Bezug auf die Schulden, und dass das kein Zufall ist, dass das heute Nacht passiert ist. Also diese beiden Artikel. Jetzt sage ich Servus, ciao.